Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Planlos mit Würfelerde. Wir sind am Minecraft Sonntag unterwegs und beim letzten Mal gab es erfolgreich den Hühnerstall mit Hühner in Freilandhaltung. So mehr oder weniger, also das Gras bahnt sich den Weg in den Stall hinein. Die können da unter freiem Himmel, können aber nicht abhauen. Die sind gefangen in ihrem Dings, wie sie so sind. Hühner sind halt gefährlich, da musst du halt alle Vorkehrungsmaßnahmen treffen, die es so gibt. So, den Schafen geht es genauso gut, ich hoffe, die fressen auch ordentlich. Wenn wir die jetzt abrasieren, müsste das eigentlich immer wieder nachwachsen, eigentlich perfekt. So, pass auf, aber wir wollten doch bei den Schweinen mit ran. Dann würde ich hier eine harte Kehrtwende machen. Bedeutet, wir hauen hier nochmal die Erde raus. Weil theoretisch müsste direkt hier hinter der Wasserfall sein. Würde ich hier sehr gerne Steine reinzimmern in die Wand. Und dann eine harte Abbiegung nach links machen. Dann wären wir nämlich hoffentlich auf Kurs Richtung dem letzten Gehege, was wir bauen wollen. Ja, die nehmen wir heute mal in Angriff. Wir werden wahrscheinlich zwischendurch nochmal nach Hause müssen, weil uns wird Werkzeug ausgehen, denke ich mal. Fackeln haben wir jetzt schon keine mehr. Deswegen, ja, müssen wir wahrscheinlich nochmal zwischendurch nach Hause. Dann könnten wir gleich das Inventar ein bisschen entmüllen und wir müssen dann höchstwahrscheinlich neue Werkzeuge bauen. Aber kriegen wir hin, kein Problem. So. Normalerweise könnten wir uns jetzt komplett durchgraben bis zur anderen Wand rüber. Weil ihr Plan war ja, dass der Schweinestall groß wird. Und ich glaube, da hatten wir auch einen ganz großen Baufehler mit dem Grünzeug, ne? Mit der automatischen Gras-Nachwachs-Automatik da. Mal gucken. Okay. Da wir keine. Die würde ich mir gerne aufheben, wenn wir in die Grube runtergehen. Ja. Können wir eine Werkbank bauen? Ja, geil. Machen wir. So. Wo stellen wir die denn hin? Ich hätte die gerne da in der Mitte. Dann müssen wir die doch immer ganz kurz benutzen hier. So. Dann machen wir uns neue Werkzeuge. Dann brauchen wir gar nicht nach Hause rennen. Das ist ja geil. So. Kupfer zum Beispiel brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber hey. Wir haben schon wieder so viel Zeug dabei. Inventar ausmüllen wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Nun denn, weiter geht's. Der Vorteil, zu Hause hätten wir Kohle, da könnten wir neue Fackeln machen. Aber hier wird es gerade recht dunkel. Ich habe Befürchtung, dass wir uns hier ganz genau in so einen Block dran vorbei bauen und nicht dahin kommen, wo wir hin wollen. Habe ich gerade echt Bedenken. Aber wir sollten vielleicht noch mal ein paar neue Laternen oben an der Decke hängen. Dann hätten wir nicht allzu stockfinster. 1, 2. 1, 2, 3, hier. Machen wir da eine. 1, 2, 3, 4, 5. So, na guck mal, schon mal ein bisschen mehr Licht. Ist doch wunderbar. Dann geht's weiter. Ja, da ist Erde. Okay. Ich habe ganz hart die Hoffnung, wenn wir sie einfach frech durchgraben, immer geradeaus weiter, dass wir automatisch auf die Bambuswand stoßen und vielleicht sogar direkt auf die Fenster. Wird bei meinem Glück wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber hey. So, ihr fühlt, die Erde hält immer mega auf. Davon kommt gerade sehr viel. Haben wir die aufgehäuft oder war die von Anfang an da? Weiß ich gerade gar nicht. Stein. So, guck mal, das Stroh zum Beispiel. Das könnt ihr wieder raus aus dem Inventar. So. Zack, zack. Und raus damit. Ich habe keine Ahnung, wie weit das entfernt ist hier. Aber ich möchte sagen, das war relativ groß. Und beim. Na, wobei, warte mal, wir hatten Viererfenster. Die letzte Wand war echt versetzt. Vielleicht kommen wir wirklich direkt drauf. Dann müssen wir mal gucken. Wäre natürlich cool. Wir graben erstmal einfach ganz frech weiter.
Oh Gott, wir brauchen so viele Fackeln. Und hier wäre nochmal so ein Aufgang nach dem Dorf nicht schlecht. So, jetzt geht uns langsam wieder das Licht aus. Gott, und die ist gleich wieder kaputt, die Axt. Die Spitzhacke. Da, 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 die Erde raus, die Erde raus. Okay. Ja, man hätte vielleicht vorher die Pixel abzählen sollen. Wäre eventuell ein bisschen einfacher. Zumal ich habe das Gefühl, wir graben uns direkt in den Stall hinein. Wir sind, glaube ich, viel zu dicht an der Mauer dran. Ja, werden wir sehen. So, warte mal, wir brauchen erstmal Licht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So, da ist schon mal Licht. Ja, mit der Erdeklopperei hier, das zieht sich ganz schön. Eine Schippe wäre halt geil. Ich meine, wir könnten wirklich eine bauen. Wir haben ja Steine und sowas. Wäre vielleicht bald angebracht, oder? Wollen wir uns eine Steinschippe machen? Ich meine, die ist ruckzuck kaputt. Genauso schnell wie diese Spitzhacke hier. Die müsste ich eigentlich jeden Moment auseinanderbauen. Sag ich, ja. Komm, dann nehmen wir die Schippe hier, Steinschaufel. Davon können wir immer wieder neue machen. Geht doch. Ja, klar, auf jeden Fall machen wir das. Guck mal, zack, zack. Zack, zack, zack. So, warte mal. Da, da, da. Oh, die Steine, ne? Schön das Inventar voll klumpen, aber wir können die hier wieder verwursten. Natürlich so nicht. Zack, zack, zack. Ja, ich mache mir hier beim Bauen jetzt schon wieder Gedanken, wie wir denn den Friedhof gestalten. Weil auf dem Friedhof hören ja bekanntlicherweise Gräber. Machen wir einfach nur Kreuze oder müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie eine Art Grabstein irgendwie gebaut bekommen oder so. Müssen wir mal gucken. So. Und jetzt stell dir mal vor, wir finden hier Eisen oder so. Das wäre der Hammer. Naja, also das wäre Eisen, aber das wäre halt der Hammer. Würde ich ja schon ein bisschen feiern. So, siehst du, die hat sie nämlich jetzt zerlegt. Oh, da oben ist auch noch Erde. Warte. So, besser jetzt. Können wir eine Steinschiebe? Ja, können wir. Steine raus. So. Okay, oh ja, gleich wieder an Bord. Na, ist egal. So, Schippe, Schippe, Schippe. Das ist krass. Krass, wo kommt das her? Mitten unter der Erde ist einfach krass. Na, Quatsch. So. Komm, wie so eine Tunnelbaumaschine. Dann müssen wir uns gleich hier wieder die Wände abstützen und uns hier gleich ganz vernünftig fortbewegen und Stück für Stück beim Graben gleich Tunnel bauen. So, eine neue Laterne bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Schon ganz schön weit weg, muss ich sagen. Egal, es geht weiter. Die Bambuswand. Wir haben die Bambuswand gefunden. Hä,
Hä? Na, ne, sind wir voll dran vorbeigefahren. Hat aber den Vorteil, dass der... Oh, guck mal, wie schön unser Haus ist. Warte mal. Das müssen wir wieder beheben, hier, das Problem. Na toll, es ist auch noch nicht richtig gebaut. Geil. Ach, manchmal habe ich echt Talente, ne? So, warte mal. Erde, Erde, Erde. So. Zack, zack. Zu das Ding. Und da auch. Schübe. Nee, warte mal, hier müssen wir das durchgraben. Zack, zack, zack. In die Richtung ist schon Stall. Krass. Ja, aber so, dann gehen wir aber den folgenden Weg. Wir graben uns hier entlang. Der Vorteil ist, wir haben ja hier... Ah, warte mal. Wollen wir wieder Erde machen, dass es hier mit Dings bewachsen kann? Ja. So war ja der Plan ursprünglich. Hast du eine Macke? Wo ich spinne? Sag mal. Na komm mal her. Was ist denn los? Willst du rennen? Kannst vergessen. Hau mal ab, alter Klapperkopf. Ich fass das ja nicht. Ich bin hier nur Idioten unterwegs. Na, jetzt da. So, okay. Oh, sehr schön. Funktioniert wirklich genauso, wie ich mir das erhofft habe. Ich hätte echt gedacht, wir kommen hier irgendwie weiter Richtung Fenster raus mit dem Gang. Aber der ist hier perfekt. Dann wird das alles Schweinestall, Leute. Geil. Ein Riesending, sagt ihr. Ja. Und wir haben leider gar keine Fackeln mehr. So, aber wenn draußen Captain Ahab rumtont, heißt das schon wieder Nacht. Dann müssen wir eigentlich schlafen gehen. Wäre eigentlich ein Grund, nach Hause zu gehen. So, eine Vierer Raumhöhe. Oh Gott, da müssen wir da drüber die Erde auch rausklatschen. Da muss doch dann wieder Stein rein. Okay, das kommt hier auch raus. Hier kommt Erde. Ist doch alles eh zu hoch da draußen, ne? Tolle Wurst. Haben wir wieder richtig gut nicht mitgedacht beim Bauen. So unfassbar viel Steine. Oh cool, hier wächst schon. Geil, das wächst schon. Aber... Ich muss hier noch einen raus. So, hier kommt schon diese Erde rein, hätte ich gesagt. So. So nämlich. Oh Gott, wir hatten... Lass mal kurz gucken gehen beim Schafstall. Wie hat man das da gemacht? Hallo! Was geht hier ab? Okay, da hatten wir die Nase hoch. Alles klar. Gut, mehr wollte ich gar nicht. Tschüss, weitermachen. Oder gehen wir schlafen? Warte mal. Ja, lass mal schnell pennen gehen. So. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Derart viel und nicht zu wenig. Weil wir haben hier... Ach du Gott, wir müssen unser Inventar wirklich mal aufräumen. Okay. So, das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus hier. Wie ist irgendjemand, wie viele Schippen wir gebaut haben? Auf jeden Fall
Hä, wieso? Ach so. Mach das weg. So. Okay, dann machen wir das halt so. Der Platz wollte automatisch belegt werden. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Kann ich nicht gut heißen. Nein. Würde aber sagen, da wir hier gerade Tag haben, würde ich das hier noch ausheben, soweit wie geht. Alles mit Steine. Oh Gott. Wieso ist denn da schon wieder so hell? Bisschen gruselig, okay. Die komplette Ebene muss hier mit Steinen, das ist nämlich die. Da tropft Wasser. Krasse Nummer. Hä, was ist denn da drüber? Also sind da schon die Gärten von den Bauern? Nö, oder doch? Ja, krass. Nee, die war doch tiefer, oder? Okay, jetzt müsste aber aufhören mit Tropfen. Also zwei Blockstärke. Dann müsste das eigentlich vorbei sein mit der Tropferei. Wäre halt nur fies, wenn wir hier massiven Wassereinbruch hätten. Das wäre nicht cool. So, zack, 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 zack. Das ist die Decke. Ich weiß ja nicht, wie lange die Spitzhacke noch hält hier. Haben wir noch eine? Ja, oh cool, wir haben da noch zwei. Dann brauchen wir da ja keine Sorgen drum machen. Da das supi. Aber dann ist der Schweinestall nicht besonders breit, dafür aber lang. Ist okay. Ist aber auch zappenduster hier, ich sag dir. Kaputt. Du sollst da weggehen. So. Zack, zack. Fressen Schweine eigentlich Gras? Macht das Sinn hier bei Minecraft? Oder die hätten wir eigentlich auf Stein stellen können, oder? Naja, egal. Komm, wir hauen das hier raus und dann kann das alles schon wachsen hier. Dies passt schon. Und weg. So. Schippe. Alter Verwalter. Da haben wir aber jetzt schon was auf uns genommen hier an Arbeit. Ich hoffe nur, dass sich das wirklich lohnt am Ende. Also ich finde es an sich eine ne coole Idee. Wie sich das dann aber letztendlich nachher so darstellt und entwickelt, müssen wir noch gucken. Warte mal, wir müssen noch zwei raus. Okay, krass. Und Steine weg. Sieht ja noch eine Vierer Höhe. 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Dann passt das. Leute, ganz ehrlich, also wir haben ja ein Nether-Portal. Aber müssen wir in den Nether? Da gibt es eigentlich nichts, was wir brauchen, oder? Da wir die Story ja sowieso nicht spielen. Aber ich glaube, das Thema hatten wir eh schon mal. Ich habe eigentlich mehr Bock auf Bauen und sowas, anstatt hier irgendwelche Abenteuer zu bestreiten. Aber wir müssen nochmal ins Eisbiom. Hätte ich nochmal Bock drauf. Dann nehmen wir uns irgendwann mal ein Pferd. Was wir schon seit Folgen, seit ewigen Folgen vorhaben. Und dann ziehen wir da mal los. Mal gucken, ob wir ankommen. Oder auch nicht. So. Dü-dü-dü-dü-dü. Ah, warte mal. Nee, doch, ist richtig. Oder? Doch, nee, doch, nee. 1, 2, 3, 4. Ja, doch, muss raus. Okay. Oh, kann ich keine Steine mehr sehen.
Wir haben immer noch nicht einen einzigen Diamanten gefunden, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen vielleicht nochmal runter in die Grube, nochmal ein bisschen rumbuddeln, oder? Ich meine, wir sind jetzt in der Schieferschicht. Irgendwann müssen mal Diamanten kommen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und die würde ich dann voll krass verzaubern, die Diamantenspitzhacke. Was aber auch nicht viel bringt, weil wir brauchen ja theoretisch XP, damit die sich alleine repariert. Das ist jetzt ein bisschen kaputt. So. Aber wir haben es gleich. Oh Gott, ich habe voll die Orientierung verloren, auf welcher Ebene wir gerade sind. So, warte mal, hier kommt erstmal Erde rein. So, da muss das hier noch komplett raus, ich verstehe. Und jetzt haben wir keine Schippe mehr. Geil, da müssen wir mit der Hand rausfummeln. Nee, warte mal, mit dem Steinblock geht es schneller wie mit der bloßen Hand. Ist ja nicht mehr viel, ne? Ist ja überschaubar. Okay, okay, dann hätten wir bald. So. Noch nicht mal Eisen gefunden. Ja, nichts gefunden. Hat sich wieder richtig gut nicht gelohnt. Tja, da machst du nichts. So, dann kloppen wir hier noch eine Decke rein. Können wir gleich die Steine wieder recyceln. Sehr schön, dann brauchen wir noch Eingangstüren. Oh Gott, wir brauchen noch Zäune. Aber wir haben fast keine Birkenbretter mehr. Damit wäre die Decke dicht. Ja, Leute, das ist der Schweinestall. Warte mal, ein paar Zäunchen haben wir noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und einen noch. Ja. Toll. Fehlt einfach an allem. Wie breit ist denn das Ding? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürlich. Ein breiter wäre schon geiler. Aber das kriegen wir hin. Dann machen wir hier. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Ja, guck mal, schon haben wir ein bisschen Licht, ist schon okay. Wir brauchen halt noch Fackeln ohne Ende. Dann würde ich aber hier sehr gerne Stein machen und das hier hauen wir raus. Und bitte lass es aufgehen. Dann fangen wir drüben nämlich genauso an. So. Na, hier oben ist schon. So, wenn wir das hier raushauen. Wir lassen wir einfach machen, wenn wir sehen. Da raus. Da raus. Und dann haben wir in der Mitte. Ah, oh, perfekt. Gott sei Dank. Das passt schon mal. Und die Musik ist da. Wunderbar. Zack, zack. Gibt es eigentlich einen Schweinehirt? Schweinewirt? Ne, gibt es eigentlich auch nicht, ne? Hier im Spiel so, so. Sag mal, irgendwie ist hier immer Tag, nur dunkel, hell, Nacht. Hast du nicht gesehen.
Der sieht mit den Säulen schon ein bisschen toll aus. So kommen wir mal nach Hause. Ich glaube, wir müssen mal. Dann werden wir mal das Inventar ein bisschen entmüllen. Wird nämlich schon wieder dunkel hier. Ist ja wieder klasse. Super. Ich würde hier nur hoch und nach Hause. Darf ich? Kann ich? Ja. Nein, 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 nein. So, ja. Perfekt. Hier ist der Weg. Wir müssen mal die Katzen füttern, wa? Die sind ja alle schon bestimmt verhungert. Ich richte hier ihre Rippe. Das ist nicht gut. Hallo! Wie mein Freund. Na, der Delender ist dein bester Freund, ne? Ja, ich weiß. So, kommen wir ihn erstmal schlafen, bevor wir irgendwas anderes machen. Miezen, was geht ab? Okay, Fische. Wie brauchen wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 von der Bande. Mann. Oha. So, haben wir ein bisschen Stroh in der Truhe. Viech, gib mir... Ja, gib mir den Viech. 1, 2, 3, 4, 5. So, die sind schon mal alle versorgt. Das ist sehr schön. Warte mal. Dann nehmen wir das hier wieder raus. Wir müssen unbedingt das Inventar aufräumen. Wie sieht denn das hier aus? Sag mal her. Ja, die ist komplett kaputt, die Optik, aber pff, mir wurscht. So, wir brauchen haufenweise Sachen. Hier ist hier Kohle. Ja, wir brauchen Fackeln. Stimmt. Oh Gott, das Inventar ist so voll. Wir bringen erstmal Zeug weg. Pass auf, pass auf, pass auf. In den Keller. Erde. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Ins Deck können wir behalten. Krass, hat ja noch ready passt. Bruchstein. Raus, raus, voll. Bruchstein. Oh. Oh. Okay, wir müssen Bruchstein verbrennen. Wir verbrennen Stein. Machen wir auch ganz altherkömmliche Art und Weise. Jedes Item einfach einzeln. Aber die Lava hat Hunger. Guck mal, alles weg. So, haben wir noch mehr? Na klar, haben wir noch mehr. Und weg. Und weg. Und weg. Die 8 lassen wir. Ach komm, Kies raus. Grasblock raus. Das können wir zusammenraffen. Jawohl. Wir haben fast keine... daraus können wir leider keine Stöcker machen. Das ist ja blöd. Okay. Wir brauchen so Dinge. Wir müssen Fackeln machen. Und zwar, gib mal... Ach, du grüne Neune. Oh, Bretter sind alle fast. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir brauchen noch Zäune. Wir brauchen noch zwei Türen. Können wir noch genau machen. Sehr schön. Dann können wir aus die restlichen Stickies machen. Und dann machen wir uns ein bisschen Kohle. Yeah. Kohle, Kohle, Kohle. Katzen, lass Ruhe. Ihr hattet Frühstück. Ich wünschte mir hören. Kann ja wohl nicht wahr sein. Miau. So, Fackeln. Gib mir das. Im Jahr keine mehr. Jetzt ist wieder schön. Okay. Eine Schippe fehlt komplett. Kriegen wir eine hin? Jo. So, die Kohle wieder raus. Kupfer haben wir. Warte mal, den können wir einschmelzen, den Kupferklumpen. Im Schmelzofen hier. Hochofen. Warte mal, ist hier mehr drin? Nö. Nehmen wir das raus und packen das da rein. Dann sollte das eigentlich reichen. Machen wir Kupferbarren. Oh Gott, was machen wir mit dem Stroh? Den muss ja irgendwo bleiben. Stroh und so. Warte mal, hier? Nee, da. Was haben wir denn hier drin? Ach Gott. Ach du dicke Minne, was ist denn hier alles?
ja voll vergessen. Und hier so? Hm. Okay, da ist jetzt Stroh drin. Und Weizen. Einfach so. Fehlen uns Items. Ja, wir haben gar kein Holz dabei. Gar kein Holz. Wir haben eine Hacke, die kein Mensch braucht. Wir haben Fackeln, wir haben Zäune. Also eigentlich kann losgehen. Wir sind bereit und raus. Und Action. Spitzhacke. Oh. Nee. Und zurück. Wir wollen doch da dann nochmal einen Aufgang machen. So war auf jeden Fall der Plan. Ob der klappt, weiß ich noch nicht. So. Ach komm, wir nehmen noch eine Schippe mit. Wer weiß, was passiert. So, alles klar. Steine sind nämlich jetzt alle. Müsste eigentlich perfekt passen. Inventar ist schön leer und wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen. Wir können sogar noch was essen nebenbei. So. Na dann mal los. Nee, ist okay. Tak, tak, tak. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir den nächsten Zugang hier machen, weil ja, den müssen wir in der Ecke bauen, ne? Dass wir hier hochkommen. Tja, oh, die Kirche ist schön. Ich finde die toll. Okay, komm, wir gehen hier rein. Das müssen wir vielleicht wirklich mal abzählen. Also vom Fenster 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt Berg. Merken wir uns mal. Wobei hier ist schon Eingang, ne? Aber der bringt uns nicht viel. Es sei denn, wir graben und einfach hart hier rüber. Passt das? Vom Abstand her? Wenn da das Haus ist? Warte mal. Ja, eigentlich schon. Da müssten wir direkt dahin kommen. Lass mal machen. Ich bin eine Biene. Oder? Na, wobei, wir sind ja hier schon fast rüber. Ne, dann würde ich hinten irgendwie nochmal einen Aufgang machen, dass wir da hochkommen. So, nämlich. Okay, ein Tor. Und, ja, machen wir hier ein Tor. Oh, warte mal, hier unter? Dann machen wir aber Stein. Haben wir Stein? Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Stein. Geil. Wir dann kloppen uns hier durch. Machen wir hier. Wir haben Stein. Und Zaun. Ich habe jetzt schon Angst. Oh Gott, das reicht doch ja nicht. Der hat immer viel zu wenig gemacht, Mann. Kann aber nicht wahr sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist schon alle? Schön. Ach, ich freue mich. Pass auf. Ich will jetzt nicht nochmal zurückrennen. Zäune, Birke, danke. Da, 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 da. Genau, das sollte sein, oder? Ich denke schon. Sehr schön. So, hat den Vorteil, das Gras wächst hier fleißig. So, Fackeln. Da. Und da. 1, 2, 3, 4. Ja, in der Mitte passt das leider nicht. Aber da und da und da und da. Dann da und da und da. Da und da und da und da. Ganz genau. Und schon haben wir Licht in der Hütte hier.
Eigentlich können die Schweine rennen. Wollen wir auch welche holen? Komm, lass mal welche holen. So, wir brauchen ein Spornei. Huhn, Biene, Kuh, Schwein. Wie viele wollen wir machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ist das doppelt? Oh, gerade die Zellteilung. Jetzt habe ich Angst. Wir gehen mal schnell raus hier. Okay, warte mal. Dann hauen wir das hier wieder weg und dann gehen wir zurück in die Überleben und dann ist das gut. Sehr schön. Fackel. Zack und zack. Ein bisschen Licht, das schadet nicht. Ja, machen wir auf der Seite auch. Einfach wahllos drin. Nur jetzt nicht besonders abgezählt oder so. Passt schon. Und da. Sehr schön. Was macht denn ihr? Was ist denn? Gibt's da was umsonst? Was ist da los? Tja, wer weiß. Komm, wir graben uns hier hoch. Was hat er gesagt? Vom Fenster 4, ne? 1, 2, 3, 4. Da ist schon die Wand. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was am meisten Sinn macht. Kohle! Oh, wie geil! Aber gerne doch. Eisen wäre auch nicht schlecht. Ding dong. So, wir sind eine Kuhglocke. Na, dann nehmen wir doch liebend gerne alles mit hier. So, und zack. Und das und so. Müssen wir wieder füllen die Löcher hier. Sollte dann reichen, oder? Also... Oh Gott. Stein wird im Leben nicht reichen. Warte mal, wir haben extra eine Schippe gemacht dafür. Eisen! Ich krieg jetzt... Alter, das ist mir zu viel. Geil. Ich freue mich gerade richtig, dass wir hier lang gegangen sind. Her damit. Ist zwar nur ein bisschen, aber ist Eisen, Leute. Wir haben Eisen gefunden. Das ist ja der Hammer. So. Nö, dann graben wir uns bis hierhin weiter durch. Die Spitzhacke ist eh gleich kaputt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier Eisen finden. Ist ja super. Kaputt. Und das Inventar ist so schon leer. Oh, wie schön. Da ist Ruhe, alte Hexe. Kann ja wohl nicht sein. Hau ab. Keine Zeit, ich muss hier buddeln. Kupfer kannst du haben. Kannst mal dran lecken. Aber hier ist bestimmt irgendwo eine Höhle. Hundertprozentig. Okay. Laterne. Oh Gott, wie viel haben wir davon noch? Ausreichend. Ein bisschen Kohle haben wir, Eisen haben wir. Lohnt sich doch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist nicht cool. Dann würde ich hier lang weitergehen. Hier können wir schon hoch eigentlich. Oder? Hätte ich gesagt. Ja, machen wir so. Hier gehen wir nach oben. Ist jetzt schon wieder nachts. Oh, sehr widerlich. Also hier unter dem Berg rumort irgendwas. Das finde ich nicht so cool. Wir müssen mal weg. Vielleicht haben wir Glück und finden nochmal Eisen. Das wäre natürlich der Hammer.
Ich würde ganz stramm nach oben gehen wollen. Haben wir hier eine Vierer Höhe? 1, 2, 3, 4. Ja. Okay. Denn dementsprechend hier ebenso. Müssen wir bald das Tageslicht erreichen hier, denke ich mal. Da ist auf jeden Fall Erde. Erde ist gut. So. Steinstufen hat man noch. 24. Oh Gott, das reicht ja wieder ja nicht. Aber wir haben hier noch Stein. Theoretisch können wir uns noch welche machen. Daran sollte jetzt nicht scheitern. Ist das zu tief? Mit den Stufen? Ja, warte mal. Nee, das ist nicht cool. Die müssen wir alle nochmal raushauen. Doch. Und doch eh nach hinten versetzen. Ich denke mal, dann passt das deutlich besser. So. Na, dann passen wir auf. Also, das war schon mal falsch, ja? Das ist ein Vorzeigebeispiel, wie man das nicht macht. Zack. So. So war der Plan. Schüppe. Da ist Ruhe, alte Hexe. Die Stufen sind alle. Mal guck an. Wir sollten vielleicht schlafen gehen, oder? Nein, er hat den falsch gebaut. Tageslicht, Tageslicht, weg, aus, tschüss. Ne, hier sind mir zu viele Kreaturen. Wir müssen woanders hin. Ein bisschen Licht wäre hier nicht schlecht. Falls irgendwelche Typen spawnen wollen oder so. So. Dann da vielleicht, so. Ja, okay, gut. Kommen wir hier mal eine Runde schlafen, schnell. So, unbewohnt die Hütte hier. Warum auch immer. Okay, na denn, ab in die nächste Runde. Schöne Schweinerei haben wir hier. Hm, guck dich das an. Ey, die können hier raus, das ist ja falsch. So war das nicht geplant. Wir brauchen noch zwei Zäune, ne? Ist egal. Komm, wir lassen das so. Neue Zuhause für Piggledy und Frederik. Gut. Weil Zäune haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Nein. So, gut. Wenn nöden. Frage. Wollen wir die Wand hier dicht machen? Wäre mir besser, oder? Optisch? Auf jeden Fall. Ah, wobei... Ach, ist egal. Komm, wir lassen es so. Ja, ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Vor allem auf welche Ebene? Keine Ahnung. Würde ich hier vielleicht nochmal gerade gehen? Denn so lang weiter hoch. Wäre mir fast ein Anliegen, glaube ich. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir zu weit Richtung Brücke kommen oder so. Bist du? Und dann hier einfach weiter hoch.
Wir haben absolut keine Steinstufen mehr. Und über uns ist Viehzeug. Die fällt mir nicht. Bam, bam, bam. Oh Gott, da muss ja eh alles raus. Tageslicht. Das möchte ich nicht. Ist es hell. Geh weg. Pfui. Ah, das wollte ich nicht dicht machen. Okay, aber ich wollte da eine Laterne haben. Und hier sind wieder Stufen rein. Die wir nicht haben, weil ich doof bin. Ich habe vergessen, welche zu machen. So. Steinstufen. Gib mir das. So viel wie geht. 48. So, Steine sind alle. Okay. Könnte ein Problem sein, eventuell. Mal gucken. Brrr. So, Stein, 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 Stein. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Auf jeden Fall ist da Tageslicht. Das ist doch schon mal schön. Zack und zack und zack. Und zack und zack und zack. Nicht wahr? Ja. So, pass auf, der muss alles raus hier. Das muss mit Stein. Wie viel haben wir? 11. Ach du Schande, das reicht ja nicht. Im Leben nicht. Weil hier ist noch viel mehr Erde. Ach du Jott, Jott, Jott. Na pass auf, komm, wir buddeln uns erstmal hoch. Ich hoffe, wir landen jetzt hier nicht irgendwo unterm Haus oder sowas. Ha! Extra 2 gemacht, siehst du? Doch nicht so doof. So, warte mal, Stufen. Also wenn, dann gehen wir hier nobel hoch, ja, vornehm. Es wird nicht gesprungen, es wird gelaufen. Dann müssen wir uns gleich erstmal eine Peilung holen, wo wir hier überhaupt rauskommen. Na, ist ja wieder perfekt. Finde ich manchmal schon ein bisschen cool, wenn einfach so funktioniert, wie es soll. So, wir müssen das hier ein bisschen begradigen, die ganze Geschichte. Baum, du musst abhauen. Hau ab hier. Ja, cool, dann haben wir wieder Holz auf Tasche. Den haben wir erst lange nicht gemacht, ein Baum gefällt. Guck, siehst du, nicht verlernt. Wunderschön. Erde. So. Damit wäre das auch kein Problem. Theoretisch wird schon bald fertig, aber ich hätte hier vielleicht sehr gerne doch noch alles mit Stein ausgekleidet, glaube ich. Ja, das heißt, wir brauchen Stein. Wir haben 5 auf Tasche, das reicht nicht. Müssen wir nach Hause rennen, Steine holen und die Länder bauen. Alles klar, machen wir so. Vielleicht haben wir ja noch ihr Länder zu Hause. Das wäre der Hammer. Wir gucken mal. Dann hätten wir aber die Stallung alle fertig unterm Dorf. Schon mal sehr schön. Können wir da einen Haken hinter machen? Hallo, bin wieder da. Habt ihr was mitgebracht? Ist immer noch der gleiche. Das ist schon so puptrocken wahrscheinlich mittlerweile. Was wollte ich machen? Ich wollte Sachen machen. Zäune brauchen wir. Und Stein, also ab nach dem Keller. Keller, Keller, Keller. So, Steine. Ich hätte nie gedacht, dass wir nochmal Steine einpacken hier. Machen wir aber mal. So. Holz, 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 Türen, Zäune. Nein. K
Guck mal hier, hier sind viele. So, ja. Dann nehmen wir die einfach mit. So, damit sollten wir alles haben, was wir brauchen. Und dann pesen wir wieder rüber. Zack. Tschüss, Erwin. Pass aufs Haus auf, Erwin. Würde das Sinn machen, wenn wir noch mehr Häuser im Dorf stellen? Einfach, dass die Leute irgendwo schlafen können? Gott, die Kirche sieht so cool aus. Da will ich auf jeden Fall gleich nochmal rinnen. Wir müssen ganz dringend was essen. So. Tag, die Herren. Was macht denn ihr denn hier? Rumflitzen, ich verstehe. So, hier war ein Eingang ohne Länder. Gefährlich. Absturzgefahr, stell dir mal vor. Naja, genau, ja. So. Huch. Und asymmetrisch, cool, dann machen wir das nach da. So, okay. Hier haben wir gleich den Dunkelbund. Machen wir hier Stein? Oder lassen wir hier die Erde Erde sein? Nö, komm, wir hauen das raus. Ein Steinkranz, bitte. Zack, 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 zack. Dachte ich schon, kann ja nicht schon wieder alle sein. So. Okay, Fackeln. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3. Ja, hier ist besser. Guck, hier passt aber die Symmetrie. So. Okay, jetzt müssen wir das hier nur noch alles rausfriemeln und dann passt es. Aber viel Erde. So, und voll machen. Ich habe jetzt schon wieder Angst, dass die Steine nicht reichen. Aber wir haben ja 2 Stacks mitgenommen. Theoretisch müsste das hinkommen. So. Okay. So finde ich das. Ja, er wird schon wieder dunkel, ist er ätzend. Ja, komm, wir holen hier die Erde raus. Und dann ist der Slot weg. Einen haben wir noch, Gott sei Dank. Ich hätte hier nochmal eine Fackeln. Ja, vielleicht auch da. Wunderbar. Dann hätten wir noch diese Wand und dann wären wir durch. Dann ist die Schippe auch so wie Schrott. So, machen wir hier dicht. Wollen wir da noch Fackeln? Warte mal, was ist denn hier los? So und so. Ja, wunderschön. Hallo! Oh Gott. Kupfer, ich wollte schon sagen, Eisen? Nee, Kupfer. So, der Schweinestall steht, der Hühnerstall steht, alle Ställe stehen. Nur der Pferdestall nicht. Dann können die Pferde aus dem Haus raus. Das wäre auch mal cool. So. Ab in die Welt. Komm, wir benutzen mal unsere neue Aufstiegstreppe da.
War ja mal wieder eine Punktlandung. Hier hoch, da hoch. Super. Tada, da sind wir. Ja. Warte mal, Setzlinge. Wie viel haben wir hier? 3. Können wir eigentlich neu anpflanzen, oder? Machen wir ein bisschen Wäldchen so. Guck mal. Da und da und da. Wunderbar. Ich bin eine Biene. Kommen wir hier zur Kirche. Haben wir hier eigentlich mal einen vernünftigen Weg hochgebaut? Ich glaube ja, hier die olle Treppe, ne? Ja. So ein schmaler Grat hier. Was macht ihr denn alle hier drin? Ihr habt alle Lackis offen, oder? Komm, ich lasse die Viecher raus. Ein Fischer. Wanderer. Ach, jetzt wollen sie alle raus. Na, siehst du. Ja? Ich helfe euch doch gerne. Wenn ihr doof seid. Guck mal, jetzt die Kuh will raus. Alle wollen raus. Was mit dir? Warum eigentlich nicht? So. Boah, was war denn hier? Warum ist sie so schlecht FPS? Doch nicht wie in der Kirche. Was macht denn ihr denn hier? Wer bist denn du? Die Bibliothek. Wieso? Warum habt ihr Bücherregal in der Hand? Seid ihr doof? Lass ihn mal hier rein. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Alter, cool. Oh, ich hab fast verdrängt und fast vergessen, wie schön das hier ist. Ich hab ab und an so den Gedanke so, von wegen. Ist ja geil, wer hat nicht gebaut? So, also, das ist ja so. Wisst ihr, wie ich meine? Aus meiner eigenen Feder entstammend ist so. Ist manchmal befremdlich. Wir haben gerade so einen ollen komischen Tunnel da gebaut und hier steht so eine fette Kirche. Nun denn. Aber FPS-technisch wird schwierig hier. Wir können ja nochmal Kirchentechno anstimmen. Wofür ist ihr Leben in der Bude? Die gefällt mir eigentlich. Hallo. So, was haben wir denn hier schön mit? Warte mal, ist hier was drin? Jo. Da war was drin. Na dann, Action. Lass knacken. Super. Ach, Mucke ist cool. So. Dann machen wir wieder zu. Hallo. Aber schön, dass hier der Messdiener rumläuft, dass hier alles cool ist. Freunde, wo... Oh Gott, mit den Ketten ist ja geil. Jetzt mal ohne Quatsch, das flasht mich gerade total hier drinne. Bin ja gerade ein bisschen hin und weg. Wo wollen wir das Friedhof-Dingsbums hinstellen? Warte mal, da war die Tür. Jetzt lief die Doppelmucke, ist ein bisschen anstrengend. Da. Verschiedene, nee, ist richtig. Das sieht auch so geil aus hier. Ja, Friedhof, oh Gott. Friedhof, wo machen wir den hin? Der würde hier bald am meisten Sinn machen, oder? Ey, wollen wir hier Erde auffüllen? Ist gerade anstrengend mit Doppelmucke, ich weiß. Lass mal hier Erde voll machen. Da gibt es auf der Seite den Friedhof. Der wird wieder so ein großes Projekt werden. Huch. Die ganze Zeit kommt ja keine Mucke und jetzt läuft hier alles doppelt. Krass. So. Der Stack Erde ist alle. Wir haben noch mehr davon. Warte mal. Haben wir das krasses kaputt gemacht? Jetzt ja. So. Wo kommst du denn her? Hau mal ab hier. Ja, pass auf. Frage. Wie weit wollen wir das treiben? Wollen wir hier... Ja, wir müssen bis hier, glaube ich, oder? Wir müssen noch weiter. Tada. Nee, lass mal bis... Ja, die Kante hier nehmen.
Boah, so viel Erde, Leute. Wieso rennt denn da Captain Creeper rum? Der soll mal abhauen. Für die in der Jacke eine Sympathie über. Die Erde ist alle. Nee, oh Gott sei Dank, wir haben noch was bei. Würde aber trotzdem nicht reichen. Na, kommst du nicht vorbei, wa? Hahaha. Dann brauchen wir aber auch noch sowas wie eine coole Friedhofsmauer oder sowas. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Dann müssen wir alles auffüllen. Das ist euch bewusst, ne? Und dann geht's da raus. Oh Gott, das ist fett. Nee, das ist ein dickes Loch. Naja. Das hilft ja alles nicht, dann müssen wir jetzt durch. Au. Ist gleich Gras drüber gewachsen. Sehr heftig. Aber wir sind fast drüben, okay. Nun denn. Ich glaube, wir müssen das im Kreativmodus machen, oder? Weil die Erde ist alle. Ja, lass mal machen, komm. Ich würde mir ein bisschen Erde holen. Erde. Grobe Erde, Erde. Was ist euch denn? Ihr könnt abhauen. Das ist der letzte, die letzte Möglichkeit für euch, hier zu flüchten. Danach ist ihr für immer dicht. Versteht ihr das? Raus da. Pech gehabt, muss halt hier bleiben. Ich hätte dich eigentlich schon gerne raus, da mein Freund. Ich will dich da nicht einsperren. Na, du komm mal. Komm. Komm raus. Na, siehste. So, pass mal auf. Wie weit wollen wir das hier fortsetzen? Das muss alles weg. Ich meine, wir können ja neue Bäume pflanzen, das ist jetzt nicht ihr Problem. Das hier ist ein Problem. Die würde ich hier großzügig auffüllen. Dass hier noch nicht mal ansatzweise irgendwas spawnen kann. Also, und wenn ja, dann aber so, dass ich hier nicht raus kann. Ja. Spuckt mir nicht an, hier ist Ruhe. Verstehst du? Ja, Kimbenleben. Ekelhaft. Huch. Ja, man hätte hier auch einfach den Eingang verschließen können, aber ich würde gerne vernünftig richtig dicht. Dann wäre jetzt halt nur die Frage, spawnen die denn einfach über den Blöcken trotzdem? Weil irgendwo muss ja hier ein Spawner sein. So, warte mal. Absolut keine Ahnung, auf welcher Ebene wir uns hier gerade befinden. Auf jeden Fall müssen wir noch höher. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Sehr viel höher.
Alles klar. So, bis wohin wollen wir das treiben, das ganze Spielchen? Ich würde sagen, bis hier so, oder? Ja, bis da. Sehr viel zum Auffüllen, okay. Hatte gesagt, bis hier. Nun denn, so sei es, so ist es. Ich will die Grundrisse hier noch fertig haben heute. Jetzt wird es eh dunkel, von daher. Ist hier eh gleich Feierabend. Aber guck mal, für Uhr ist wirklich schon Feierabend, eigentlich. Nur jetzt habe ich hier angefangen, jetzt will ich das noch dicht haben. Dass wir beim nächsten Mal eine Richtung haben, wo es weitergeht. Und das passen wir nachher noch an hier, ne? Am Ende, das wird nachher noch passend gemacht, sodass das vernünftig aussieht. Und man könnte hier wieder so geile Grufteingänge und sowas bauen, ne? Ja, okay. Der Berg muss dann weg. Machen wir noch, obwohl wir hier kaum was sehen, ist es sehr, sehr dunkel, ne? So. Stell dir mal vor, wir würdet ihr einfach so mit der Hand wegkloppen, wie, oder mit der Schippe, wie viel das benötigen würde und brauchen würde, das wäre da wieder ekelhaft langwierig. Wieder harte Terraforming hier. Also so einen ganzen Berg abtragen oder auffüllen ist schon eine Nummer. So, warte mal, wir hauen mal hier schnell die Akazien raus. Dann können die nämlich ordentlich despawnen hier, ganz in Ruhe. Sehe hier ja nichts. So, warte mal, hier unten ist noch. Jetzt müsste es eigentlich auseinanderfallen, oder? Na Spider-Man, was ist los? Kannst du mithelfen? Erde schleppen hier. Sag mal, ist hier irgendwo Holz drin? Nee. Will nur nicht auseinanderfallen. Verstehe schon. Was ist mit dir? Hast du einen Drehwurm? Hau mal ab. Eine Hexe. So verschwindet von meinem Gotteshaus. Leute, ich kann nicht aufhören. Ich habe gerade voll Bock, dass wir hier das Terrain alles voll machen. Aber wir müssen jetzt zum Schluss kommen hier. Die Sonne geht gleich wieder auf. Kennt ihr das? Wenn man einfach so die Nacht durchmacht, so univolt. Wenn man voll gefesselt ist von irgendeinem Spiel oder sowas. Ich hab das schon ein paar Mal gehabt. Das ist echt nicht cool. Vor allem, wenn du frei hast oder Urlaub hast oder sowas. Oder so ein Wochenende ist auch einfach mal dahin. Das ist einfach so mit dem Fingerschnipsen so weg. Wo du dir denkst, puh, ja. Eine schöne Zeit. Hätte man irgendwie sinnvoll nutzen können, aber naja. So. Denke mal, der ein oder andere, der weiß, was ich meine. Wenn du dann denkst, ach komm, du machst noch dit und dit und dit noch schnell und dit noch schnell und dann ist es irgendwie drei die Nacht und dann, ach komm, machst du dit noch und dann bist du schon hundetot müde und irgendwie kannst du aber kein Ende finden und Zeitgefühl ist sowieso schon jenseits von gut und böse, ist ja klar. Und dann ist es nachher schon mit immer fünfe und dann denkst du dir, oh okay, ich mache noch schnell dit und dann ist Feierabend und dann, ach komm, machst du dit noch schnell. Dann kriegst du raus. Ach du Schande, wird schon wieder hell draußen.
Ja, dann ist es nachher um 8 und dann fangen die Vögel an zu zwitschern und dann ist dann wirklich Feierabend, ne? Also wenn die Frühstückszeit anbricht, dann weißt du, das war ein bisschen lange. Also ich hatte den Fall schon leider sehr oft. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass das Spiel da eigentlich geil ist, ne? Und dich genau getroffen hat in deinem Interessenbereich und so. Aber Leute, jetzt ist hier Feierabend. Komm, wir hören auf. Sonst finde ich hier nie ein Ende. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Guckt den wunderschönen Turm an. Bestaunt die unfassbar fette, riesengroß, krass geile Kirche. Und hier machen wir einen dicken, fetten Friedhof. Mit Friedhofsmauer und so eine Sachen. Und hier ist schon Fanclub am Start. Die Hexe versteckt sich in einem Baum. Wir haben die trotzdem lokalisiert. Ja, gut. Beim nächsten Mal heißt das Erde auffüllen, ne? Richtig Randkarren voll machen. Und dann machen wir hier eine schöne Ebene. Und dann gucken wir mal weiter. So machen wir das. Freunde, ich freue mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht keinen Quatsch und rein gehauen.